Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Reward. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Wir sind ja hier noch fleißig jetzt dabei, hier mal den zweiten Weg hier anzuschließen. Ich bin überlegen, soll ich mich gleich hier durchgraben? Eigentlich wäre es ja mal sinnvoll, ne, das zu machen, bevor wir da mit dem Ganzen halb fertig sind hier mit den Leitungen. Zieh ich mal hier durch. So. Dann machen wir nämlich eine Stromleitung vielleicht hier runter. Dann haben wir auch gleich eine zweite Strecke. Falls hier mal wieder was kaputt geht und so, können wir vielleicht auch nochmal Verbindungslinie ziehen. Mal gucken. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen sehr laut. Sekunde. Aufnahmegerät. Ich gucke es nur mal sicherheitshalber. Ich weiß, versuche ich. Ah ja, ich bin tatsächlich auf. Ah, ich habe so einen Verdacht. Wer da interveniert? Weil die letzten Wochen hatte ich das ja nicht. Und ich habe heute mal wieder mit einem Kumpel HOTS gespielt. Und StarCraft Co-op. Oh, könnte sein, dass Blizzard. Das ist sowieso so nervig. Immer wenn die ein Update machen. Und seien wir ehrlich, die machen halt regelmäßig Updates für ihre Sachen. Dann vergisst mein Lautstärke-Mixer irgendwie dieses Programm. Also komplett. Ich werde dann auch immer jedes Mal neu gefragt, ob dieses Programm denn bitte aufs Internet zugreifen darf und sowas. Also das Netzwerk benutzen darf. Mega nervig. Und na jedenfalls stellt er mir halt den Lautstärke-Mixer zurück. Und ich glaube, der stellt mir auch dann immer den Pegel für Biber. Nein! Ich hasse diese Biber. Na, mal gucken. Hoffentlich kriegt hier irgendjemand weg. Beschka ist ja wieder einer der ersten Jäger. Dann geben wir ihm doch mal das Alpha-Trumbo an die Seite. So. Was ist sonst so hier? Ja, nee, ich muss ja zugeben, ich finde ja dieses Blizzard-Projekt, was sie mit StarCraft laufen haben, ja mega geil, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist schon, keine Ahnung, ewig so. Das ist kostenlos, ne? Also ihr könnt mal StarCraft Co-op und ich glaube die Arcade-Spiele und auch den Multiplayer, bis auf ganz bestimmte Maps, die halt Sachen beinhalten, die irgendwie durch irgendwelche DLCs halt mit drin waren. Kann man die einfach spielen. Finde ich voll krass eigentlich. Also man kann halt wirklich relativ entspannt die Dinger kostenlos spielen. Das ist so krass einfach, finde ich. Das ist. Sag mal. Hattest du nicht die Waffe mit 99er Genauigkeit oder so? Ich hoffe mal nicht. Doch, das überlegene Gewehr, ohne Schaden, glaube ich. Warte, ich muss mal. Entschuldigt. Ja, und ich muss zugeben, ich hatte mir das Spiel erst. Ich glaube, ich habe das damals beim Kumpel gespielt. Wir haben das zu zweit gespielt gehabt, damals, als das relativ neu war. Da habe ich mich ein bisschen dran satt gespielt, an dem Story-Modus damals. Und selber hatte ich das Spiel gar nicht, als ich dann das installiert habe, konnte ich dann mit meinem Kumpel ganz entspannt den Koop spielen. Voll geil. Komplett kostenlos. Naja, mittlerweile hat es mich dann dazu verleitet, mir natürlich auch das richtige Spiel zu kaufen, weil man dann mehr Kommandanten zur Auswahl hat und so eine Scherzchen. Aber grundsätzlich erstmal kostenlos Arcade-Games und sowas, diese alten Fun-Maps, wie sie damals in WC3 waren. Ich weiß ja nicht, ob ihr WC3 kennt. Boah, habe ich das gesuchtet. Diese ganzen Line Tower Wars und Wintermall Wars und oh, das war so cool. Entschuldigt, jetzt bin ich wieder zurück beim Thema Wormworld. Schon wieder vergessen. Die Biber sorgen wenigstens gleich dafür, dass wir hier nochmal ein bisschen was an Fleisch reinkriegen. Und bisher gehen sie auch noch nicht zum Gegenangriff über, das ist sehr gut. Bisher lassen sie sich noch durch die Gegend jagen. Sind aber immerhin noch 6 Stück, also ein bisschen aufpassen müssen wir schon noch.
Das war doch mal ein Schuss. Habt ihr das gesehen? Quer übers Feld rüber. Nicht schlecht. Der war gut. Der war richtig gut. Also er ging wenigstens in die Nähe, aber Herrgott, das kann ja sonst wie aussehen. Das weiß man ja nie genau. Hier sind eine ganze Menge Wildschweine, die könnten wir auch nochmal jagen. Oh, da hat er jetzt aber viele Schüsse ausgehalten, ne? Vorderes linkes Bein abgeschossen. Alter. Okay, nochmal getroffen. Alter. Was tust du dem Vieh an? Kann man ja nicht mit angucken. Schwanz abgeschossen. Vorderes linkes Bein abgeschossen. Hintere linke Pfote abgeschossen. Du bist so grausam, Bashkaya. Alter Schalter. Das Vieh verblutet. Oh Mann. Also das ist echt fies. Also das ist wirklich fies. Schon wieder so ein Vieh, was so hart verletzt ist irgendwie. Oder ist das gleiche? Rechter Lungenflügel, vorderes rechtes Bein, Alter. Endlich ist er erlöst worden. Oh Mann. Das ist ganz schön brutal hier. Wow, okay. Brutales Biber-Geschlachte hier. Ah, das klingt nach einem guten Folgentitel. Oh, das hatte ich auch schon mal überlegt, ob man so eine Art Live-Let's Play macht, wie es ja auch andere machen. Und dann einfach immer so diese Pause zwischen den Folgen dazu nutzt, die Community darf dem Ganzen Namen geben. So der Folge halt, wie es dann auf YouTube oder halt auf den Plattformen dann halt rauskommt. Das fände ich schon sehr geckig, muss ich sagen. Das fände ich schon sehr lustig. Also das wäre auch so eine Sache, die mir sehr gut gefallen könnte. Müsste aber mal gucken, ob man das nicht vielleicht mal hinkriegt. Aber bisher streame ich ja noch gar nicht. Eigentlich hatte ich ja überlegt, ob ich dann auch das so mache, dass ich halt eventuell mit Facecam oder sowas streame, aber das wird dann auch erstmal nicht passieren. Denn ich habe einfach keine vernünftige Cam und alles. Und ich fürchte fast, das könnte auch meinen PC etwas überfordern, das dann alles auf einmal zu rendern und aufzunehmen und ach und i und a. Und wenn er dann auch noch die Facecam mit reinschneiden müsste, dann wahrscheinlich geht's gänzlich bergab. Werde ich nochmal experimentieren müssen vorher auf jeden Fall. Also ob ich gleichzeitig aufnehmen zum Beispiel kann und streamen kann, das weiß ich gar nicht. Mal gucken, werden wir sehen. So, das könntet ihr mir mal schreiben. Was wären eure Lieblingsplattformen, falls ich nur auf einer Plattform streamen kann? Also, was wird bevorzugt? Twitch, YouTube oder so? Also ich meine das nicht, ob ich mich danach richte, aber interessieren würde mich eure Meinung auf jeden Fall. Da ich eh kein Partnerprogramm und sowas angehöre, kann ich sowieso völlig beliebig bei jedem machen, auch vielleicht gleichzeitig, wenn das machbar ist. Das weiß ich alles nicht. Aber das ist auch noch nicht spruchreif. Bitte nicht drauf festnageln. Bitte bloß nicht drauf festnageln. So. Risikozusammenbruch, Haruto. Haruto. Was hast du denn? Sie hat seinen Heiratsantrag abgelehnt. Okay, Alter, das tut mir schon leid. Ihr geht's noch gut dabei. Aber Haruto hat jetzt so. Hä? Ach so, das ist immer noch. Das ist Haruto. Die haben sich ja dann getrennt, ne? Genau, wir hatten. Ja, ich erinnere mich. Ja klar, der hat dadurch natürlich miese Stimmung. Ist klar. So, fühle mich entsetzlich, kein besonderer Grund, um abscheuliche Umgebung. Okay, heiß. Immer noch? Draußen ist heiß, okay, aber hier drin ist doch schon angenehm. Oh, hier sind 120 Grad innen, okay. Ich glaube, wir müssen doch nochmal wieder hier passive Kühlung welche setzen. Zack. Rivers, was machst du? Heiß, okay, das verstehe ich, aber was machst du? Meditiert, okay. So. Haben wir noch jemanden, der hier mal. Kann das nicht, okay. Lumi.
Wird bereits von Snotface benutzt? Wird bereits von Snotface benutzt. Okay. Gut, was macht Snotface denn? Achso, erstmal nur das Zeug hinlegen. So. Mal fertig bauen, damit hier wenigstens ein bisschen kühler wird. Aber, naja. Kilroy und Rivers, denen geht's gut hier. Na, ein Pärchen haben wir noch. Die haben sich zerstritten. Das ist natürlich schade. Gibt es eigentlich noch andere, die jetzt irgendwie mal auf dem Weg zu einem Pärchen sind? Sohn, Lloyd Lestrade, tot. Okay. Enkelsohn, Bashkire Lestrade. Moment mal, dann müsste ja Bashkire. Vater, Lloyd Lestrade, tot. Okay. Ehefrau Scarlett Nolan. Ja, ja, okay, das passt, ja. Gut, Snotface ist mittlerweile leider. Da ist ja der Ehemann verstorben. Isaias Genius Carney. Oh, ich hab den Typen so geliebt. Mann, das ist so schade, dass der tot ist. Bashkire, Kilroy. Kilroy. Inga Rivers. Die beiden stellen sich auch noch mega gut. Das ist total toll. Kilroy, Rocha. Freund, 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 Bekannter. Okay. Kilroy, mit dem darfst du auch nichts anfangen. Sie. Meinetwegen ist mir. Ich hab da kein Problem mit. Siehst du auch weiblich, oder? Wenn es so ist, ist es so. Wäre mir relativ wumpe. Die verstehen sich aber auch nicht so doll. Mit denen hier verstehen sie sich gar nicht. Sind sogar Rivalen. Krass. Haruto, Ex-Geliebte, June. -66, -69. Alter. Okay, hat meinen Antrag abgelegt. Ich verstehe, dass Ex-Geliebte bedeutet nochmal minus 15. Wurde beleidigt, minus 15. Wurde verachtet, zweimal minus 9. Plaudern plus 2. Okay. Und was denkt sie über ihn? Habe Heiratsantrag abgelehnt. Ah ja. Mann, minus 5. Ach, die ist, klar, die ist Misandrie, Alter. Minus 25 einfach mal, weil es ein Kerl ist. Heftig. Also, unsere Leute haben schon reichlich Macken, obwohl wir gar nicht so schlimme Leute haben, ne? Forschung abgeschlossen, Schlafkapseln, ja, cool. Bin jetzt am Überlegen, Energieschild, Energierüstung, mehrläufig. Ich mach mal die mehrläufigen Waffen. Ich bin mal gespannt, was da. Ah, der Bau von Miniguns. Nette Waffe, finde ich jetzt aber nicht so interessant. Fangen wir mal mit den Grundlagen fürs Raumschiff an. Wow, wir gehen mit riesen Schritten aufs Raumschiff zu. Das einzige Problem ist, wir haben halt nicht ansatzweise genug Ressourcen dafür. Aber hey, das ist ja was, was sich mit der Zeit erledigen lassen könnte. Seltene Trumbos. Oh, wirklich zwei Stück. Okay, ein männliches und ein weibliches. Ich bin halt nicht sicher, ob ich das Risiko eingehen soll. Bashkire ist unser bester Tierpfleger, ne? 15, ne? Dann pass mal auf, Bashkire. Kann ich Bashkire nicht irgendwie den Auftrag geben hier, das jetzt zu machen? Übrigens nicht. Sonst geht das doch, oder? Oder war was? Nee, das ist nur die Bezeichnung, was es ist. Bashkires Trefferchance. Die will ich nicht wissen. Das ist mir relativ wumpe. Ich will den. Kann den nicht anklicken zum Tamen. Also der ist, wird getamed, aber wer es ist, ist halt eher zufällig. Warte mal, kannst du mal husten? Entschuldigt. Ich war ja vor einer Weile auch mal richtig krank. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es geschafft. Also ich glaube, es ist zwischendurch mal eine RimWorld-Folge oder zwei ausgefallen. Es war in den letzten Wochen leider öfter, tut mir echt leid. Ich versuche das wieder ein bisschen gerade zu rücken. Nachholen werde ich sie nicht können. Aber, ja, ich denke mal, ich habe zumindest an meinem
Grundsatz festhalten können, jeden Tag eine Folge, auch wenn es dann oftmals Minecraft-Folgen waren. Also für viele Leute auf meinem Channel vielleicht gar nicht so interessant, weil ja viele eher zu mir gekommen sind über Gnomoria mit RimWorld, dann das Interesse eher so sich fortgesetzt hat. Tut mir auch echt leid, aber ich muss halt gucken. Und im Moment ist Minecraft halt viel leichter, viele Folgen von aufzunehmen, muss ich zugeben, als im Moment bei RimWorld, weil ich bei RimWorld so diesen Fokus, ich musste das Projekt beenden, das hier, jedes. Das ist leider bei RimWorld halt mehr Größe angelegt. Also ich habe halt nicht das Gefühl, ja, jetzt noch eine Folge, dann bin ich fertig. Das ist halt nicht bei RimWorld. Und das ist, muss ich zugeben, ist ein starker Antrieb bei Minecraft. Da hat man her so den Antrieb so, hey, jetzt noch 20 Minuten mehr, dann bin ich fertig. Stellst du nach 20 Minuten fest, dass es mittlerweile eigentlich keine 20 Minuten waren, sondern 30 Minuten, dass du immer noch nicht fertig bist, aber jetzt bist du gleich fertig. Dann bist du damit vielleicht auch fertig, fängst dann aber natürlich, weil du ja ein Let's Play bist, gleich mit dem nächsten Thema an und stellst am Ende der Folge fest, hey, du bist gleich fertig, aber es ist furchtbar. Aber es macht doch Spaß. Sonst würde ich es ja nicht machen. So, den hier können wir erstmal wieder abschalten. Ich muss mal. Oh, musste ich mich nochmal räuspern. Entschuldigt. Ja, also, wer sich auch ein bisschen für Minecraft interessiert, da ist auch viel Automatisierung und sowas dabei, was ich halt mega geil finde, was ich da gerade als Projekt mache. Schaut mal da drüben vorbei, ist voll cool. So, Minecraft so normal würde mich wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr interessieren, aber das ist cool. So. Das ist soweit angeschlossen. Hier ist jetzt auch der Weg durch. Perfekt. So, dann brauchen wir Strom. Ja, mache ich den hier rüber, würde ich sagen. So. Zack. Und dann hier hoch. Und hier verbinden. So. Ja, das ist jetzt leider mal eben 52, 80. Also mehr als 80 Stromkabel, aber ja gut, Eisen hat man glaube ich genug Stahl, ne? Stahl haben wir ein bisschen was. Auch wenn jetzt nicht mega viel, ich gebe es zu. Aber da sollten wir jetzt nicht unbedingt gleich in Bedrängnis kommen, keinen mehr zu haben. Wir haben hier einiges, was wir mal abbauen können. Können wir eigentlich Blasstahl auch herstellen? Vielleicht aus Stahl oder so? Wenn dann ja wahrscheinlich hier drin, ne? Ne, Waffe einstelzen, Waffe einschmelzen, Waffe zerstören, okay. Wie sieht's hier aus? Brandgeschosse, Schrotflinte, Automatikgewehr, Überlebensgewehr, Energiegewehr, nee. Okay, Blaststahl scheint doch mal einfach eine extra Ressource zu sein. Ach, Quatsch, ich bin ja doof. Ich wollte ja hier Dings bauen. Richtig. Was ist denn hier für ein Boden drunter? Schiefer, Pflaster. Ey, ich wollte den Raum mit Schiefer pflastern. Ups. Können wir mal auch gleich einen Auftrag geben? Mehr Böden. Schiefer, Pflaster. Gib ihm. Das sollte auch tatsächlich. Dafür müssten wir genug Schiefer da haben. Ja, easy. Easy. Kein Problem. So, und dann. Das kann mal hierhin umziehen. So. So, und. Du auch nochmal. Zack. Und dann. War das Produktion? Ja, hier, ne? Arbeitstisch, Bauteile. Hierhin. So. Ungünstige Temperatur. Ach so, ja, klar, weil es im Moment so mega heiß ist. Okay. Xena! Oh mein Gott, wir haben einen Buffalo namens Xena! Oh, stellt euch dieses Muffalo vor, wie es ein Purzelbaum durch die Luft schlägt und dabei ruft: Yeah! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Oh, dieses Bild im Kopf! Entschuldigung, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin ein bisschen müde vielleicht. Oh, kommt! Ah.
Obwohl es ja mittlerweile auch kaum noch Leute gibt, die das kennen, oder? Also die jüngere Generation kennt das ja irgendwie gar nicht mehr. Wenn man jetzt irgendwie so, was heißt hier jüngere Generation? Wahrscheinlich schon irgendwie 20-Jährige. Ich weiß nicht gar nicht, ob die noch Xena und Herkules damals diese alten Dinger geguckt haben. Ah, die waren so schön. Das war so albern. Oh, ich weiß noch, wie ich gefeiert habe oh, wie hieß denn das? Andromeda. Ist ja derselbe Darsteller. Wie halt der Haupt, wie der einem Mechaniker von dem Captain verdroschen wird. Mit diesem Kampfstab in der Hand. Und dann zurück zum anderen Schiff kommt und meint so, dass da halt noch jemand an Bord ist. Wer kann das sein? Bla, Keks. Ich weiß auch nicht. Aber er war wie ein griechischer Gott und ich hab mich so weggepackt. Ich hab mich so weggepackt. Das war so geil einfach. Weil er halt in der anderen Folge also in der anderen Serie halt den griechischen Halbgott Herkules gespielt hat. Ey, ich konnte nicht mehr. Es war herrlich. Ja, wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, der denkt sich so, was erzählt der für einen Scheiß? Ja. Das war gut. Na gut. Ein bisschen viel anderes gequatscht, ein bisschen organisatorisches, ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen Wahnsinn. Ich hatte heute eine merkwürdige Folge, würde ich sagen. Entschuldigt. Eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns doch, so hoffe ich, zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und ciao, euer Sunny.